Womit habe ich denn angefangen? Und dann muss ich dahin und dann muss ich den Bildschirm. Ach, da ist das. Genau, jetzt sehen wir das an und dann gehen wir auf Teilen. Also 2010 sind Heike und ich auf dem Fehmund gewesen, sind vom Rogen auf schwedischer Seite aus dem Rogen-Seengebiet über die Röhr Richtung Fehmund gefahren. Eine Tour, die wir schon lange geplant hatten, weil wir häufiger in der Gegend Urlaub gemacht haben und die wir 2006 auch schon einmal versucht hatten. Damals mussten wir es aber abbrechen, weil das Wetter uns festgenagelt hat und wir nicht weiterkamen. Und in 2010 ist es dann so gewesen, dass wir unerwarteterweise eine Woche Urlaub mehr bekommen haben und dann haben wir uns nur angeguckt, haben gesagt, das machen wir mit einer Woche mehr Urlaub und dann war es ganz klar, wir fahren da jetzt hin und machen dort unseren Urlaub. Gebiet, über das wir hier reden, liegt hier in diesem Bereich, dieser Parkplatz, das ist das, wo man diese Tour beginnt. Dieses ist der Fehmundsee auf norwegischer Seite. Dieses kleine, was man da so gerade eben erkennen kann, ist dieses Seengebiet. Es ist der Rogen auf der schwedischen Seite, nur so zum Höhenvergleich. Stockholm liegt hier unten, das da oben ist Sundsvall und Östersund am Siljansee, das liegt hier oben. Wenn man sich das so ungefähr vorstellen kann, auf welcher Höhe wir uns befinden. Das ist ungefähr, nicht ungefähr, sondern es gehört schon zu Mittelschweden. Das ist jetzt der vergrößerte Kartenausschnitt. Hier an diesem Parkplatz haben wir das begonnen. Man beginnt dann mit einer Portage von 1 Kilometer, bis man überhaupt erstmal ins Wasser kommt, fährt dann über diesen ersten See, hat nochmal eine Portage von gut 800 Metern, bis man ins nächste Seengebiet kommt. Danach kommen dann ganz viele kleine Portagen noch und unsere Idee war, wir sind irgendwann mittags angekommen, sind dann losgepaddelt, haben hier an dieser Stelle, genau, vor der zweiten Portage die erste Pause gemacht, sind dann weitergefahren und ja, unsere Anfahrt waren 1500 Kilometer. So weit fährt man von hier da oben hoch. Die Paddelstrecke, die wir gepaddelt sind, waren 81 Kilometer. Wir sind damals gefahren in der Zeit vom 16.8. bis 23.8. In dieser Zeit waren wir 5 Tage ohne jeden Handykontakt. Das haben wir vorher lange diskutiert, ob wir da irgendwelche Maßnahmen ergreifen sollen zur Sicherheit, falls da mal was passieren sollte, haben uns dann aber dagegen entschieden. Wir haben gefühlt unzählige Umtragungen absolviert und die Firma Rucksackreisen, ich glaube aus Münster sind die, ne? Die führen diese Tour professionell durch und kündigen sie an als eine 2-wöchige Kanutour mit Expeditionscharakter. Sie führt durch unwegsame Wildnis vom schwedischen Rogen zum norwegischen Fehmundsee. Wer diese Herausforderung annimmt, wird mit einer intakten Natur in einer atemberaubenden Landschaft belohnt. Rucksackreisen hat dann die Tour eine ganze Zeit nicht angeboten. Ich habe eben gerade noch mal im Internet gesehen und festgestellt, für 2021 ist sie wieder im Programm. Ich glaube, sogar 4 Termine, wenn ich das richtig gesehen habe. Und sie ist seit 2010 400 € teurer geworden. Das habe ich auch gesehen. Ørstavanger, das ist der erste See, den man befährt. Wir hatten uns jetzt für diese Tour, wo wir zu zweit wären, genau für diese Ausrüstung entschieden. Wir sind mit offenem Kanadier gefahren, was einfach die Verpackung des Gepäcks für Kurzumtragungen sehr beschleunigt. Wir hatten 2 Wanderrucksäcke dabei, weil wir den Rückweg, zu Fuß machen wollten. Und wir hatten 2 große Kanu-Rucksäcke dabei, in die man diese Wanderrucksäcke bei schlechtem Wetter, hohem Wasser und was weiß ich was verpacken konnte, damit es nicht zu nass wird. Der andere Kleinkram, den wir noch so im Boot dabei hatten, der passt in diese Kanu-Rucksäcke auch mit rein, sodass bei nicht so anstrengenden Passagen wir mit jeder einen Rucksack und dem Boot unterm Arm mit einem Mal laufen das Ganze hinter uns bringen konnten. In 2006 waren wir so unterwegs, nämlich mit ganz vielen Kajaks, einem Falkboot, 2er-Dings und einem Kanadier. Wir hatten damals die Idee, dass die einer uns, sagen wir mehr Wildwasserstrecken, die auf dieser Strecke sind, zu fahren erlauben. Das hat sich aber leider nicht bestätigt. Also das Meer, was man im Vergleich zum offenen Kanadier hinkriegt, ist extrem wenig. Mit dem Falkboot dann sowieso nicht. Und bei den Umtragungen stellt sich ein vollgepacktes Kajak auch nicht so günstig dar, weil man muss es in der Regel dann doch zu zweit tragen. Und man hat, und wenn da so 50 Kilo Gepäck drin sind, 20 Kilo wiegt so ein Kajak oder 25 sogar diese Wandereiner, dann ist man mit 75 Kilo unterwegs und auch das ist keine Freude. Kanu, also Bootswagen kommen in der Gegend überhaupt nicht in Frage, weil es geht über Stock und Stein und Wurzeln und Bäume und was weiß ich. Also da kommt man nicht mit weiter. Und deshalb hatten wir uns diesmal eben für diese andere Variante entschieden, die sich letztendlich auch als richtig herausgestellt hat. Das war genau das Richtige.
Und 2010 gab es von der Sparkasse eine Reklame, da war immer so ein Dandy dabei, der so dann vorstellte sein Haus und sein Auto und seine Frau und sein Pool und was weiß ich, er hatte alles auf Leihen gekauft und die Sparkasse hatte ihm es ermöglicht. Und aus dieser Laune heraus ist dann auch bei uns so eine Phase entstanden, wo wir von jeder Tour unser Haus und unser Boot und alles fotografiert haben. Also das war das Haus, mit dem wir unterwegs waren und das war unser Boot. Das ist das Esszimmer mit dem Blick auf den Pool. Und das ist unsere Küche. Ja, diese Stelle, wo wir dann die erste Pause gemacht haben, ist eine Stelle, die ich persönlich in ganz schlechter Erinnerung hatte, weil 2006 mussten wir diese Umtragung, die gute 800 Meter sind, ich glaube, ich bin sie 5-mal gelaufen, diese 800 Meter und zurück auch wieder und dann immer mit solchen schweren Booten. Und das letzte Boot, was ich dann mit dem Malte zusammengetragen habe, das war dieser Zweier, der 30 Kilo schon so wiegt. Und Malte trug das relativ locker und ich habe geschnauft wie eine alte Dampfwalze. Und ich kriegte mich überhaupt nicht wieder ein. Und wir haben das dann darüber geschafft und ich habe verzweifelt, habe auf mein Alter geflucht und darauf, dass ich zu übergewichtig bin und nicht mehr so fit bin wie früher und was weiß ich, worunter alles fluchen kann. Und dann stieg Anja in das Boot ein, als alles verpackt war und sagte, du Papa, wo ist eigentlich dieser 20 Kilo Frischwassersack, den wir noch mit hatten? Ihr ahnt, wo er war, ne? Da, genau in dieser Bootspitze, nicht ausgeladen und ich habe ihn die ganze Umtragung durch die Gegend geschleppt. Also deshalb hatte ich da eine etwas schlechtere Erfahrung. Wir haben dies aber tatsächlich mit einem einzigen Mal laufen hingekriegt, nach unserer Technik. Ja, es gab auch ganz, ganz ruhige Abschnitte, wie man hier sieht, die aber dann auch ein bisschen trügerisch sein können, weil die Rentiere kennen kein rechts vor links. Sie schwimmen einfach aufs Boot und da muss man tatsächlich bremsen, damit man sie nicht überfährt. Die sind auch im Wasser unterwegs, und zwar ziemlich viel sogar. Ja. Und dann gibt es auch noch solche Hindernisse, auf die man dann auch ein bisschen aufpassen muss. Dieses war ein relativ harmloses Geschehen, das dann auch relativ, also das war für uns mit dem großen Kadali und dem Schwerbeladenen nicht fahrbar, aber es war relativ leicht auf einem Knüppeldamm umtragbar oder umziehbar. Das war also nicht so problematisch. Wir hatten eigentlich ursprünglich geplant, dass wir auf dieser Halbinsel die zweite Pause machen wollten, hatte für den zweiten Tag nur eine ganz kurze Strecke. Wir hatten das deshalb so geplant, weil das eine total schöne Sandinsel ist, die kannten wir schon vom ersten Mal. Haben dann aber aufgrund des angekündigten schlechten Wetters uns entschieden, doch weiterzufahren bis zu dieser Stelle hier, wo wir dann hier an der engsten Stelle den See noch traversiert haben, weil es war Wind angesagt und Regen und Kälte und der Wind kann auf dem Roggen ein wirklich ernstzunehmendes Hindernis sein. Und deshalb sind wir dann tatsächlich weitergefahren. Dies ist diese Halbinsel, total schön, ganz viel Sandstrände dran, so wie man das eigentlich eher in Südeuropa, aber nicht hier im Norden erwartet. Wunderschöner Unterstand. Diese Hütte, das habe ich jetzt leider hier bei den Fotos nicht dabei, hängt voller gestitzter Werke, wo die Leute abgewettert haben. Das war dann unser Mittagspausenplatz, da gucken wir hinten zurück, hier um diese Kurve dahinter liegt diese kleine Insel, auf der Halbinsel, auf der wir eben waren. Wir haben unsere Mittagspause verbracht und das ist dann schon gegen Abend wieder mit einer neuen Küche. Ja, ich habe hier nochmal, das habe ich nochmal einfach nur fotografiert wegen des Essens, also wir haben uns mit der warmen Mahlzeit immer mit so einem Tütenessen ernährt, weil das sonst gewichtsmäßig nicht geht. Wir haben immer eine Kalorienreserve dabei, vor allem für Heike, ich brauche das nicht so. die bestand hier aus einem Kilo Honig. Wir haben vorgefertigte Portionen Mehl mit Backpulver, aus denen wir dann diese Fladen braten, wie sie eben auf dem ersten Küchenbild zu sehen waren. Und ja, manchmal gibt es auch Müsli und zwar immer dann, da haben wir auch immer eine größere Portion mit. Das Müsli machen wir uns immer dann, wenn wir genügend Sachen in der Natur finden, die man da reintun kann. Und hier auf dieser Halbinsel, da gab es tatsächlich diese Moltebeeren, total lecker. Ich kann mich erinnern, dass wir unsere erste Tour, die wir gemacht haben, da wussten wir noch nicht, ob man die essen kann. Und wir haben sie stehen lassen, ein ganzes großes Feld haben wir stehen lassen. Das brauche ich heute noch, würde ich am liebsten nochmal hinfahren. Gut, und gleichzeitig gab es hier auch Heidelbeeren. Ja, gut, dass du es stehen lässt, das ist Fallout-Gebiet von Tschernobyl.
Ach so, ja, denn, das haben die Heidelbeeren dann ja auch. Also ich weiß nicht, ob ihr es mithören konntet. Wolfgang hat gesagt, das sei Fallout-Gebiet von Tschernobyl. Wäre vielleicht ganz klug, es stehen zu lassen. Wir haben es aber trotzdem gegessen und wahrscheinlich leuchte ich deshalb heute so. Gut. Und ihr wisst, es gibt keine Nordlandfahrt, ohne dass es nicht wenigstens ein Abendbild gibt. Das wollte ich euch dann schon relativ frühzeitig antun, dann müsst ihr da nicht so lange drauf warten. Und es ist natürlich auch ein faszinierender Sonnenuntergang. Ein bisschen gestört am Sonnenuntergang hat diese Cumulusbewölkung, die uns dann sagte, dass es am nächsten Tag nicht mehr so toll sein würde. Und tatsächlich war es das auch nicht. Es war rattig kalt, es war ein strammer Ostwind. Als ich morgens meinen Kocher da angemacht habe, dieses Benzinkocher, der mit relativ lautem Fauchen anfängt, und da liefen erstmal 20 Mäuse unter diesem komischen Holzverschlag da weg. Es war nicht so toll. Und kalt, also ich habe gefroren, meine Güte. Ja, hier auf dieser Platz hatten wir auch eine Spülküche. Eigentlich wollte ich darüber schreiben, halt gezeigt. Wollte ich hinschreiben, meine Spülmaschine. Ich habe mich aber nicht getraut. Aber ihr seht auch an Heike, es ist echt kalt gewesen an dem Tag. Hier sind wir jetzt dann am Ausfluss des Roggen in den Fluss Röhr hinein. Diese Stelle ist auch klassifiziert mit Wildwasser 3 und für uns natürlich so nicht fahrbar. Dürften wir also wieder ein bisschen tragen. An dieser Stelle geht ein kurzes Stück lang der Kungsleden am Bach entlang. Und damit diese Wildzäune überwunden werden können von den Wanderern und auch ohne Probleme überwunden werden können, gibt es ja diese komischen Treppen, die scheinbar von Rentieren nicht überwunden werden. Die auf der es ist ganz lange Flößerei betrieben worden. Und von dieser, aus dieser Flößerei steht Hütten da. Dieses ist eine davon, die wir eigentlich aber ganz gerne genutzt haben, geschlafen haben, aber trotzdem immer im Zelt, weil das ist mückenfreier als diese Hütten. Aber diese Hütten sind total schön, weil man da einigermaßen windgeschützt und warm sein Tagebuch führen kann, sein Reisetagebuch. Man kann seine Klamotten trocknen. Von den Flaschen hier haben wir nur die untere Reihe getrunken und der Rest war von anderen. Nein. Genau, das ist Rucksackreisen. Also es ist ja irgendwie ganz amüsant, aber ich muss gestehen, dass ich mich vor Ort direkt eigentlich sehr darüber geärgert habe, weil irgend so ein Daddel muss das ganze Zeug ja mal wieder mitnehmen. Und deshalb fand ich das nicht ganz so toll, dass sie das da so aufgebahrt oder aufgestellt haben. Gut, dieser tolle Ofen hier, den haben wir am nächsten Morgen benutzt, um uns auch ein bisschen warmes Wasser zu machen. Und was man dem Bild nicht ansieht, wir hatten hier morgens 4 oder 5 Grad und haben eine warme Dusche genommen mit auf dem Ofen gewärmtem Wasser. Gut, nochmal wieder ein Eindruck von den Stellen, die dann die einzelnen Seen oder breiteren Flussabschnitte verbinden. Und wie man diese Dinge dann umträgt. An diesem Tag bei dieser Umtragung ist mir tatsächlich ein ausgesprochen lästiges Missgeschick unterlaufen. Ich bin irgendwo auf einer Felsplatte gerutscht. Dadurch ist das Gewicht dieses Rucksacks, der ja so 30 bis 35 Kilo hatte in dem Zustand, ist nach hinten gerutscht, weil der keinen Beckengurt hat. Und hat mich dann diese Felsplatte runtergezogen und in so eine komische Felsspalte rein. Und ich lag dann nun auf dieser Felsspalte wie so eine Schildkröte und kam nicht wieder raus und musste dann erstmal Heike fragen, ob ich den Rucksack überhaupt absetzen kann oder ob er dann ganz verschwindet. Und dann habe ich dann unten den Rucksack absetzen können und dann haben wir das da alles, habe sie mich und den Rucksack wieder mit raufgezogen. Und das war ein blödes Gefühl. Also auf so einem Rucksack den Berg runterzurutschen, das macht keinen Spaß. Ohne ist doch noch. Ohne ist doch noch. Das stimmt. Mangel an Wasser hatten wir nie, trinken konnten wir genug. Es gab dann auf unserer Tour auch ganz ruhige Strecken, wie hier, wo man tatsächlich träumen konnte, wenn nicht gerade ein Rentier von links kam. Entweder im Wechsel mit Abstürzen, die schon furchteinflößend waren und wo dann wieder Tragen angesagt war. Wärt ihr denn da mit den Kajaks 2006 durchgefahren? Nee, so weit sind wir da gar nicht gekommen. Da sind wir auf dieser ersten Insel, die ich eben beschrieben hatte, wo man mich an der Hütte sitzen sah.
Da haben wir abgewettert, 3 Tage lang, und dann ist uns das hintere Zeitfenster weggelaufen, weil wir brauchten von da aus noch geschätzt 5 bis 6 Tage. Ja. Und die hatten wir dann nicht mehr und dann sind wir umgekehrt. Aber wäre das denn machbar mit diesen großen, bepackten Kajaks? Weil das sind ja dann keine kleinen Wildwasser-Kajaks gewesen. Und das sieht ja nicht ganz ohne aus. Nee, da, also ich wäre da nicht runtergefahren. Also man muss ja auch immer sehen, ne, 5 Tage kein Handykontakt. Hier zum Beispiel ist kein Handykontakt. Und wenn einem dann irgendwas passieren sollte, dann hat man echt schlechte Karten. Also würde diese Dinge, oder wir haben es auch so gehandhabt, dass wir wirklich nur da gefahren sind, wo wir ganz sicher sind, dass wir das auch hinkriegen. Also so bis Wildwasser 2 haben wir unseren Kanadier da durchgetrieben. Und alles, was uns dann schlimmer aussah oder vielleicht auch ein bisschen schaumiger oder mehr Wasserwucht hatte, das haben wir dann weggelassen. Es war auch eine richtige Gefahr. Das war ja eine Flößerstrecke. Und die haben, damit sich die Baumstämme nicht im Ufer verkeilen, Holzwände eingebaut. Die sind natürlich alle verrottet. Und es ist also immer wieder kreuz und quer irgendwelche Holzspieße, die einem da entgegengucken. Da möchte man nicht drauf fahren. Nee, okay. Also wir haben diese Indikation zur Umtragung sozusagen eher großzügig gestellt. Ja, ich sag mal, wenn man auch kein Internet, sage ich schon, Handyverbindung hat, ist ja nicht ganz ohne. Ja, also die ganze Strecke ist mit Wanderwegen so erschlossen, dass man innerhalb eines Tagesmarsches irgendwie an eine Hütte mit einem Telefon kommt, mit solchen Notruftelefonen, die die Wandergesellschaft dort aufgebaut hat. Heißt, wenn man irgendwo verunfallt und den muss man einen Tag zurücklassen, einen Tag zu dieser Hütte latschen, dann Hilfe holen und dann liegt der Kerl da über Nacht alleine und dann am zweiten Tag kommt irgendwann Hilfe, wenn man Glück hat. Wieso überhaupt der Kerl? Wer ist denn in die Felsspalte gefallen? Kann man für Provinzienkurs Satellitentelefon rein? Für sowas? Also Satellitentelefon, muss ich sagen, habe ich, glaube ich, damals nicht gecheckt. Es gab ja diese, oder gibt diese, wie heißt denn diese Rescue-Sender, die aber genau in diesem Gebiet nicht funktionieren. Also, okay. Nee, ich meine, Satellitentelefon ist eine so teure Angelegenheit, aber ja, zum Gut, jetzt hat man dann doch mal 1 Euro mehr. Oder? Gut, hier sieht man dann auch so ein bisschen, dass diese Umtragungen wirklich über Stock und Stein gehen und ein Bootswagen oder ähnliches sich überhaupt gar nicht anbietet. Gut. Hier habe ich dann irgendwie einen Tagebucheintrag gemacht oder wiedergefunden. Ich habe, wenn ich Tagebuch über unsere Reisen führe, schreibe ich das immer auf die Rückseite der Landkarten. Und diese Landkarte hatte ich jetzt gesucht und auch wiedergefunden. Und dann stand also zu diesem Tag stand da drin, das Boot war heute mehr zu Lande als zu Wasser unterwegs. Nach durchgeregneter Nacht wieder ein wunderschöner Tag. Massive unfahrbare Abbrüche und schöne Schwallstrecken wegen niedrigem Wasserstand leider aber auch nicht fahrbar. Da sieht man dann tatsächlich auch, man muss ein bisschen aufpassen, dass man nicht überall reinrauscht, weil es kann auch schief gehen, wie man an diesem Boot sieht. Die Umtragung, wie gesagt, hier sieht man das auch nochmal wirklich nicht immer ganz schön, denn über Felsspalten und über Simse, die tatsächlich auch nicht besonders breit sind oder waren. Aber dann immer wieder mit Relikten von Rucksackreisen. Wirklich eine Vegetation, also ich kenne mich in Moosen und Algen nicht aus. Diese Moose haben unsere Kinder immer Weißmoos genannt. Und zwar hatten sie vorher Ronja Räubertochter gelesen. Und Ronja Räubertochter macht Weißmoos immer auf Wunden. Folglich haben unsere Kinder das natürlich auch immer gemacht. Das hat sich nie eine infiziert. Ob es schneller heile geworden ist, weiß ich auch nicht. Aber die Kinder waren zufrieden und das ist ja das Wichtige. Nochmal ein solcher Pausenplatz von Rucksackreisen oder wer auch immer, also einer, der zumindest häufiger benutzt wird. Ja. Ja, an dieser Stelle hatten wir irgendwie abends dann mal ein Bad genommen. Man muss sagen, wir haben auf der ganzen Tour 3, 4 Leute getroffen, ne? Und zwar in der Regel wandernde Angler. Wir haben keinen einzigen Kanufahrer getroffen. Wer hat euch auf der Tour geleitet? Fragt Sina. Wir uns. Ihr euch. Ja, also die Leitung der Tour und auch die Planung. Ja, das kann ich sofort machen. Also die Planung der Tour, die hatte ich ja schon relativ, oder hatten wir schon relativ lange ins Auge gefasst. Die war relativ schwierig, weil es gibt tatsächlich nur schlechte Informationen.
Zum damaligen Zeitpunkt, das ist ja schon 10 Jahre her, war die Google Earth-Seite auf der norwegischen Seite so verpixelt, dass man mehr oder weniger gar nichts erkennen konnte. Die schwedische Seite ging noch, die war ganz gut. Aber auf norwegischer Seite konnte man gar nichts sehen. Die Literatur war teilweise sehr alt. Also ich habe irgend so einen Bericht gefunden, der war aus den 50er Jahren. Der war ganz nett. Die fanden sich da, die haben sich gefreut und fanden das schön. Es gab dann, soll von diesen Rucksacktouren Teilnehmer und von ähnlichen Veranstaltungen gab es so Internetkommentare. Da mitzufahren ist schlimmer, als sich selber umzubringen oder das ist Selbstmord hoch 3 oder irgendwie solche Kommentare, sodass wir also nicht so ganz sicher wussten, worauf wir uns eingelassen haben. Wir haben natürlich, wir hatten aus unserem vorigen Urlaub von der Gegend, wie heißen diese Karten? Diese 1 zu 50.000 Karten mit Einzeichnung für... Was? Gröner Katern mit Höhenlinien, sodass wir so ein bisschen wussten, an welchen Stellen der Bach ordentlich fällt. Und das hat auch eigentlich immer ganz gut gepasst. Ja, und sonst halt mit der entsprechenden Erfahrung. Ne? Wenn es rauscht, dann fängt man vielleicht vorher kurz mal an und guckt, was da rauscht. Gut, an dieser Stelle hatten wir ein Bad genommen des Abends und weil wir eben nie einen getroffen hatten und ganz alleine waren, haben wir es dann auch unbekleidet genommen und dann, als wir dann aus dem Wasser gestiegen kamen, sahen wir in der Entfernung vielleicht von einem guten Kilometer 2 Wanderer, die sich ans Ufer gesetzt hatten, uns den Rücken zukehrten, um nicht aufdringlich zu sein. Und dann tatsächlich, als wir dann wieder was angezogen hatten, zu uns kamen, ein paar Worte mit uns gewechselt haben und weiter gewandert sind. Also man ist auch in der Wildnis sehr rücksichtsvoll dort. Ja, das ist dann, was Heike eben meinte, in diesen Abstürzen liegen dann häufig auch noch Bäume drin, beziehungsweise Reste von irgendwelchen Flößerbegrenzungen. Also da möchte man nicht wirklich fahren. Im Hintergrund dieses Bildes da hinten, da sehen wir den Femundsee. Das wäre dann sozusagen unser nächstes Ziel, aber wie immer steht vorher die Anstrengung und das Wandern. Mit Sack und Pack und Boot im Tau. Das ist der Auslauf dieses Schwalls, den wir da eben gesehen haben. Und das ist tatsächlich dann schon die Einbindung der Röa in den Femundsee. Auch ein Tag, der sehr windig und sehr kalt war. Die Femundsee selbst hat auch tatsächlich Strände, die ja wie Südsee sind. Der Femundsee entwässert ja über einen kurzen Bachabschnitt, der sich Glöta nennt oder der Glöta heißt, in den Isteren. Und dieser Isteren hat das auch, der hat Sandstrände, da meint man wirklich, man sei irgendwo in Südeuropa. Und einige wenige davon gibt es ja auch am Femund. An einem solchen See haben wir dann genächtigt. Nur die Wassertemperatur passt. Genau, die Wassertemperatur passt nicht. 12 Grad im Hochsommer. Im Hochsommer, also und Maximum. Also in der Regel hat er zwischen 8 und 10 Grad, dieser Femundsee. Also aber ist, er war eisfrei. Er war eisfrei, ja. Es gibt tatsächlich auch einen Bericht von Menschen, die Ende Mai gefahren sind, wo noch deutliche Eisschollen geschwommen sind. Und da hat er Wind gedreht und hat sie in irgendeiner Bucht mit diesen Eisschollen festgenagelt. Und an diesem Abend hat uns dieses Wolkenbild sehr beruhigt. Und wir haben dann sofort angefangen, alles zu an unserem Zelt noch mit Steine auf die Heringe. Und dann hat es tatsächlich ein Unwetter gegeben. Ich dachte, das Zelt fetzt es auseinander. Aber es hat es überstanden. Das ist dann der nächste Morgen. Auch richtig kniepig kalt, aber eine total klare Luft, eine Sicht von Kilometern. Wir waren um. Habe ich, glaube ich, irgendwo aufgeschrieben. Ne? Ja, genau, oh, das ist nochmal kalt, ja. Also wenn ich 2 Pullover übereinander anziehe, dann muss es richtig kalt sein. Und der Tagebucheintrag für den Tag war dann 5.45 Uhr bei absoluter Windstille und grandioser Sicht aufstehend. Es ist kniepig kalt. Um 7 Uhr losbaddelt mit der aufgehenden Sonne und weiter absoluter Windstille. Die letzten 6 Kilometer dann wieder bei auffrischendem Wind, Tanz auf den Wellen. Und das habe ich tatsächlich so aus meinem Tagebuch da abgeschrieben. Mayawa ist wunderbar. Ich habe also unser Boot personifiziert. Ja. Unser Boot heißt Mayawa, also das ist, glaube ich, Finnisch für Biber. Und ich habe es tatsächlich auf dieser Tour richtig gehen lieben gelernt. Um 11.15 Uhr sind wir dann in Elga angekommen, unter dem Applaus der Gäste, die diesen Tanz auf den Wellen da schon eine ganze Zeit beobachtet hatten, weil man halt diese Eckbucht fährt in Elga. Dann stehen da die Wanderer schon immer rum und begrüßen einen und die haben uns dann tatsächlich mit Applaus begrüßt, weil das muss wohl ganz spannend sein. Alle anderen Kanuten waren ja am Ufer und ja. Hatten sich schon verkrochen. Ne? Ja, also es muss eindrucksvoll ausgesehen haben. Das ist dann dieser Aufbruch bei der aufgehenden Sonne.
Und dann noch Entengleichbedingungen mit diesem ganz klaren, ruhig liegenden Fehmundsee. Das ist der höchste Berg in dieser Gegend, das Söhlen, der uns, der, wenn man über den Fehmund rüber paddelt, eigentlich, man begleitet ja einen die ganze Zeit. Ja, und dann war unser Plan eigentlich, dass wir mit unseren Wanderrucksäcken über das Fjell zurücklaufen. Das wäre eine Strecke von 51 Kilometern gewesen. Nach der Literatur braucht man dafür nur 3 Tage. Und wir hatten uns vorgestellt, dass wir das in unseren Kanu-Sachen, also in unserer Kanu-Regen-Kombi machen. Haben dann aber festgestellt, weil es ja schon vorher ziemlich oft geregnet hat, dass die Kanu-Regen-Kombi in die Wanderschuhe entwässert. Und wie man hier diesem Ort Tachometer ansieht, hatte die Temperatur jetzt auf 5 Grad nachgelassen und das ist nicht gemogelt und es ist nackt und es ist auch nicht nackt, sondern es ist mitten am Tag. Und dann haben wir dankbar das Angebot von 2 Damen auf dem Campingplatz angenommen, die dann gesagt haben, wir wollten sowieso durch die Gegend fahren, dann können wir euch auch zu eurem Auto fahren. Und da haben wir dann das Auto zurückgeholt. Haben uns mit richtigen Klamotten ausgestattet, also dann mit Regensachen, mit denen man auch wandern kann und haben tatsächlich danach noch ein paar Wanderungen im Fjell gemacht. Ja, jetzt dürft ihr klatschen oder sowas.